Den Wohnraum können wir komplett von dem Schlafraum trennen oder auch als Anziehraum verwenden, indem wir einfach diese klappbare Türe verschließen, welche auch abschließbar wäre. Hinter dieser Türe verbirgt sich eine weitere Schiebetüre, um eventuellen Passagieren die Möglichkeit zu geben, auch das Badezimmer zu nutzen, ohne dass sie im Schlafzimmer gestört werden. Und dazu müssten wir Folgendes tun: diesen Riegel einmal drücken und dann diese Türe rausziehen. Wir haben hier zwei Kleiderschränke übereinander angebracht, auch wieder mit diesen bekannten Verschlüssen, die wir zu uns herziehen, um Entriegelung zu haben. Dann sind beide Kleiderschränke natürlich auch mit einer Beleuchtung versehen. Und Sie können wahlweise entweder oben als Hängeschrank oder auch unten als Hängeschrank es verwenden oder ein zusätzliches Abteilungsbrett einlegen, um hier noch den Schrank an sich abzutrennen. So kommen wir zur Dusche. Da haben wir natürlich eine wunderschöne Einhebelmischfunktion, eine wunderschöne Handbrause. Dahinter haben wir das Heizelement von der alten Warmwasserheizung, ein Ablageort für Duschgels oder was immer, vielleicht für ein Waschhandtuch oder so. Hier oben zum Trocknen gibt es einen ausziehbaren Handtuchhalter. Allerdings ist das eine Option im Fahrzeug. Und serienmäßig hätten wir einen klappbaren Halter, an dem wir auch Handtücher oder irgendwelche nassen Gegenstände aufhängen können, um diese trocknen zu lassen. Dann gibt es noch eine Klarsicht-Dachluke, die Sie öffnen können. Einmal drücken, den Hebel ziehen, können Sie bis zu fast 90 Grad geöffnet haben oder in diesen Funktionen auch stehen lassen. Weiterhin hat diese Dachluke eine Verdunklung und einen Fliegenschutz. Unmittelbar vor der ersten Trittstufe zum Bett hin befindet sich eine weitere Klappe. Unter dieser Klappe sind dann die Wassertanks untergebracht. Da haben wir einmal den weißen, das ist der Frischwassertank, und einmal den schwarzen, das ist der Grauwassertank. Also alles, was eben vom Spülbecken, vom Waschbecken und von der Dusche stammt, wird hier aufgefangen und gesammelt. Beim Frischwassertank gibt es eine Sache, möchte ich näher darauf eingehen. Und zwar ist es dieser Stopsel, das kennt man von Spülbecken, Waschbecken oder so ähnlichem. Der wird hier unten eingesetzt und dann eben somit dieser Frischwassertank verschlossen. Die Trittstufe zwischen den einzelnen Betten können Sie ebenfalls öffnen und irgendwelche Dinge darunter verstauen. Außerdem haben Sie unter beiden einzelnen Betten zusätzliche Funktionen. Als wäre unter dem einen Bett haben Sie Schubladen drunter. Und unter der einen Seite haben Sie die Möglichkeit, mit den Klappen indirekt in die Heckgarage zu gelangen, um dort an untergebrachte Dinge zu kommen. Ein weiteres Highlight an dieser Bettkonstellation ist das elektrisch verfahrbare Einzelbett. Und das funktioniert wie folgt: Wenn Sie einmal den Kuschelfaktor gewünscht haben, gehen Sie mit Ihrer Hand nach oben, da gibt es einen Kippschalter mit einer Taste und einem Pfeil drauf. Und so können Sie die einzelnen Betten zu einem schönen großen Kuschelbett zueinander fahren. Hier haben wir einen Einzelschalter, das wäre dann die Tritt- und Nachtbeleuchtung im Stufenbereich. Daneben haben wir einen Schalter für die indirekte Beleuchtungen. Wenn man den Schalter gedrückt hält, kann ich das ganze Licht auch abdimmen. Das gilt auch das für am Kopfende hinterleuchtete
Levasseur-Logo. Die einzelnen Spots kann ich auch wiederum direkt am Spot an der Leseleuchte selbst schalten. Die Hängeschränke über den Kopfenden können wir auch wie gewohnt mit diesem Verschluss öffnen und haben entsprechende Ablagen. An den Ablagen über den Gardinen haben wir noch zwei USB-Steckdosen auf jeder Seite in den Hängeschränken integriert. Unterhalb den Hängeschränken haben wir noch unsere Schlafraumbeschallung über unser Multimedia-Gerät im Armaturenbrett angesteuert. Auf der rechten Seite haben wir die Vorbereitung für den zweiten TV bereits angebracht. Das heißt, es ist alles vorverkabelt, Sie müssen nur ein zweites TV-Gerät hier montieren.